Weiter, es gibt, natürlich hat es in Abstoff drei Tischler reingegeben, wo alles Durzmus noch selber gemacht worden ist. Und wenn eine von der Zeit jetzt da spreche, rede ich jetzt von einer Zeit bis 1950 nach dem Krieg, wo du wirklich die Tischler noch wirklich selbst Fenster, Türen, alles angefertigt haben. Und wenn man da jetzt sieht, die verschiedenen Hobel, die es da gibt, das ist nicht die Meinung, dass jeder Hobel gleich ist, sondern da geht es darum, dass jeder Hobel eine verschiedene Messerform hat. Rund, kantig, winkelig, rechtschenkelig und so weiter. Und die hat man dazu gebraucht, dass man nicht immer das Messer umspannen hat müssen. Das wäre eine langwierige Arbeit gewesen. Zudem sind die verschiedensten Ausführungen von den Hobel gekommen. Nächster, das ist auch ein Hobel da. Und zwar sagt man zu diesem eine Raubank. Der hat natürlich, da haben zwei arbeiten müssen, mindestens Leute davon. Und zwar ist da gemacht worden, die Baumstämme direkt, die Stahl und die Tram, die es gegeben hat, hat man mit diesen gleich bearbeiten müssen.